Also, Martin, willkommen bei mir zum nächsten Gespräch. Wir sprechen heute mutig über etwas anderes als in den letzten Gesprächen, über Energie und Klima. Wir haben uns die Corona-Pandemie vorgenommen heute. Wir sind nicht totale Laien darüber, wir informieren uns. Ich eigentlich seit mindestens einem Jahr, seit das erste Lockdown verkündet wurde vom Bundesrat. Und du, Martin, ja auch. Du hast die Daten immer verfolgt, die das Bundesamt für Gesundheitswesen herausgibt. Hast diese Daten kritisch studiert. Und das sind eigentlich Themen, die wir heute besprechen wollen. Ich selber habe schon vor einem Jahr ein kleines Büchlein produziert, Blogging on Corona. Ich habe auf meinem Blog habe ich die Politik damals kommentiert und ich möchte unser Gespräch einleiten mit einem Zitat, das ich in meinem ersten Blog-Eintrag gemacht hatte. Formuliert hatte, und zwar einen Tag, nachdem der Bundesrat den Lockdown verkündet hatte. Das war am 16. März 2020. Ich habe dort unter dem Titel Verdrängte Risiken einer Corona-Hysterie habe ich bereits auf die gesellschaftlichen Aspekte einer rein medizinischen Betrachtung des Problems hingewiesen. Und zwar habe ich das mit dem Untertitel Divergenzen zwischen einer eng medizinischen und einer umfassend gesellschaftlichen Sichtweise kommentiert. Und ich habe dort auch geschrieben, dass man heute mit einer interventionistischen Politik versucht, Leben zu retten auf Kosten späterer Opfer und dass es notwendig sei, dabei eine Kosten-Nutzen-Abwägung zu machen. Diese Thematik ist heute nicht weniger aktuell als damals und die heutigen Maßnahmen des Bundes werden auch unter diesen Aspekt durch Ökonomen kritisiert. Jetzt möchten wir aber trotzdem zuerst in diese medizinische Perspektive einsteigen, also diese Fokussierung auf die gesundheitlichen Aspekte, bevor wir dann auch über die gesellschaftlichen Aspekte sprechen. Und da möchten wir anknüpfen an die Medienkonferenz des Bundesrates, Bundesrat Berse, ist ja mehr oder weniger eine One-Man-Show, oder? Der am letzten Freitag die nicht realisierten Lockerungen, die eigentlich erwartet wurden, kommentiert hat. Und da gibt es ja vier Kriterien, die erfüllt sein müssen, damit Lockerungen nach Ansicht des Bundesrates und wahrscheinlich auch der dahinterstehenden Taskforce akzeptabel wären. Das ist eine Positivitätsrate bei Corona-Tests unter 5%, weniger als 250 Intensivplätze in Spitälern, ein sogenannter R-Wert über die letzten 7 Tage unter 1 und eine Inzidenz über 14 Tage nicht höher am 17. als am 1. März. Das waren die vier Kriterien. Und dazu hast du eine Kritik zu diesen vier Kriterien und ich möchte dich fragen, was ist dazu zu sagen aus deiner Warte? Ja, also zuerst muss man vielleicht noch vorausschicken, dass natürlich in erster Linie die gestiegenen Fallzahlen
zu diesem Entscheid des Bundesrates beigetragen haben oder den Ausschlag gegeben haben. Und dann kamen die Lockerungskriterien ins Spiel. Und wenn man die, du hast sie jetzt schon erwähnt, wenn man die generell mal anschaut, dann kann man feststellen, dass drei davon, die Positivitätsrate, der R-Wert und die Inzidenz, sind direkt verknüpft mit den Fallzahlen. Also wenn man steigende Fallzahlen als etwas sehr Schlechtes in diesem Kontext betrachtet, dann ist es eigentlich klar, dass auch diese drei Kriterien, es ist jetzt etwas vereinfacht, diese Sicht, aber mehr oder weniger steigen die dann auch. Also sie werden dann auch eben dazu führen, dass man nicht lockern kann. Das ist mal eine ganz grundsätzliche Kritik. Der R-Wert insbesondere, die Inzidenz ist ja nichts anderes als die Fallzahlen einfach in einer bestimmten Zeit. Das ist das Erste. Zu den Fallzahlen selbst muss man auch wissen, das ist auffällig, also die Fallzahlen, das sind die positiv Getesteten. Das ist der Fachbegriff eigentlich dafür. Und die wird ja immer in jeder Zeitung wird das publiziert, jeden Tag. Und dann liest man aber, also ich habe hier zum Beispiel eine Tabelle der Neuen Zürcher Zeitung, da stehen jetzt aber nicht, das sind nicht Fallzahlen oder laborbestätigte Fälle. Wie das ist der Ausdruck, den man beim Bundesamt für Gesundheit benutzt, die laborbestätigten Fälle. Genau, richtig, das ist auch richtig so, aber jetzt in der NZZ steht dann der 7-Tage-Schnitt der Neuinfektionen. Das ist dieselbe Zahl, einfach dann auf die 7 Tage umgerechnet. Und das ist das Problem. Also ich denke, alle Leute nehmen an, dass positiv getestete Fälle eben auch heißt, diese Leute haben jetzt die Krankheit, haben diese Infektion. Aber das ist nicht der Fall. Also Neuinfektion ist nicht gleich laborbestätigte Tests. Genau. Weil dieser Test schon von demjenigen, der ihn erfunden hat, hat schon darauf hingewiesen, ist kein diagnostischer Test, sondern er nimmt einfach wahr, wie viele Viren oder Virenreste da noch zu sehen sind in diesem Bild. Und das ist aber durchaus möglich, wenn jemand die Infektion gehabt hat, sind noch relativ lang, über Wochen bis Monate, sind da offenbar noch Virenreste vorhanden. Und die können dann detektiert werden in diesem Test. Das würde heißen, jemand, der die Krankheit gehabt hat, hat noch 4 Wochen, 5 Wochen, 6 Wochen später immer noch einen positiven Test. Aber ist nicht mehr ansteckend. Nein, ist ja über diese Infektion hinweg schon. Ja. Und das ist das Problem. Sogar vorher kann es noch der Fall sein, aber die Details sind nicht wichtig. Es ist einfach nicht dasselbe, ein positives Testresultat und infiziert sein oder krank sein. Deshalb hat man ja auch diesen Begriff plötzlich jetzt, dass man infiziert ist, aber keine Symptome hat. Ja. Das ist eigentlich genau dieses Phänomen. Ja. Aber eben, dann hat man die Krankheit nicht. Also vielleicht noch zur Klärung, welche Zahl ist höher, die der laborbestätigten Tests oder die der Neuinfektion? Kann man das sagen? Auf jeden Fall. Die laborbestätigten Fälle sind auf jeden Fall mehr. Wahrscheinlich sogar viel höher als die tatsächlich in diesem Moment, also aktuellen Infektionen. So verstehe ich das, stütze ich mich natürlich auf viele. Aber ja, dann müsste man ja eigentlich kritisieren, dass das BAG immer diese laborbestätigten Tests meldet. Ja, so ganz im Detail haben Sie offenbar früher auch mal sogar Infektion geschrieben, dann aufgrund von Kritik, aber das kann ich nicht beurteilen. Jedenfalls, die machen es eigentlich richtig. Ja. Nochmals, laborbestätigt, ja, das ist laborbestätigt der Fall. Aber man müsste eigentlich auch sagen, eben, das sind nicht die Infektionen. Ja. Das ist nicht identisch. Ja. Das ist eine grundsätzliche Problematik, glaube ich. Jetzt gibt es weitere Kritikpunkte oder zu diesen vier Kriterien? Oder man kann sich auch fragen, sind das die richtigen Kriterien? Fehlt was? Ja, also Bundesrat Berse hat sicherlich zu Recht darauf hingewiesen, dass diese vier Kriterien von niemandem im Wesentlichen
also kritisiert wurden. Es waren, sind die richtigen Kriterien, hat er gesagt. Also das Parlament habe nichts daran ausgesetzt. Das stimmt wahrscheinlich, das habe ich nicht überprüft. Aber nochmals, es sind drei davon eben mit den Fallzahlen verbunden. Das heißt, also die Positivitätsrate vielleicht ist nicht ganz, es ist kompliziert. Bei der Positivitätsrate ist mir aber aufgefallen, dass die nur an einem Tag gemessen wird. Es steht explizit am Vortag des Stichtages des Bundesrates und da war sie höher. Du hast es vorher nachgeschaut, die Push-Meldung, die du von heute erhalten hast, jetzt wäre sie darunter. Ja. Also das finde ich auch ziemlich... Die schwankt einfach von Tag zu Tag. Die war relativ, das kann man schön nachvollziehen, das habe ich gemacht, die schwankt über 5, unter 5. Ja. Und heute wäre es jetzt gut, aber am letzten Donnerstag eben vor diesem Bundesratsentscheid war es eben nicht im Range. Das scheint mir ganz komisch zu sein. Also auf eine, so kurz müsste man doch in einen längeren Kontext. Gut, was aber positiv ist, das ist die Spitalbelegung, also die Intensivpflegeplätze, die ist ja positiv. Also das hat der Bundesrat so deklariert, aber dann geht es ja rasch weiter, weil die drei anderen alle, die überdecken das Bild. Jetzt, ich glaube, es ist ein enorm wichtiges Kriterium, dass in den Spitälern gibt es keine Probleme im Moment mit Covid-Patienten im großen Durchschnitt. Das kann man wirklich aus diesen Statistiken bestens ablesen und vor allem muss man immer auch noch mit berücksichtigen, dass die Gesamtzahl der Betten in den Intensivstationen seit der großen Welle im Oktober, November wieder stark reduziert worden sind. Das ist ja klar, man braucht die Betten dann für etwas für andere Patienten. Aber das ist ein so wichtiges Kriterium, dass wir da momentan kein Problem haben. Oder was mir auffällt, ist, dass niemand eigentlich oder in diesen Medienkonferenzen und in diesen Kriterien kommt die Sterblichkeit nicht vor, die Todesfälle kommen nicht vor. Sie werden zwar gemeldet, ich habe ja jetzt gerade diese Push-Meldung gekriegt, die neue, über die Zahlen übers Wochenende von 12 zusätzlichen Todesfällen im Zusammenhang mit Covid-19, oder? Aber du hast ja die Todesfallzahlen hast du genauer angeschaut über den längeren Zeitraum seit Beginn der Corona-Pandemie eigentlich, oder? Ja. Und das, da sind ja sehr interessante Sachen drin enthalten. Ich übergebe dir das Wort. Also das erste eben, du hast es schon gesagt, aber ich möchte es unterstreichen. Bundesrat Berset hat nicht über die Todesfälle oder über die Sterblichkeit gesprochen in der Medienkonferenz. Es war überhaupt kein Thema. Und jetzt die Meldung, die du heute bekommen hast, das sind die Todesfälle, die man unter Corona subsumiert. Ja. Und da ist ja die Frage an Corona oder mit Corona und so weiter auch kompliziert. Und das ist eine Statistik, die in sich eben auch schon gewisse Probleme hat. Selbstverständlich ist das eine wichtige Statistik, aber es gibt eine von mir aus gesehen viel objektivere Statistik, nämlich diejenige über die Sterblichkeit ganz generell. Also die ganze Bevölkerung wird da gemessen und zwar in Wochenwerten, also relativ geglättet, dass man nicht einzelne Sachen überbetont und so weiter. Und das Bundesamt für Statistik gibt also Wochenwerte an seit 2015. Und das habe ich in Grafiken dargestellt. Und jetzt das Erste, was ich gerne zeige, ist einfach die Gesamtsterblichkeit aller Leute. Aller Altersgruppen. Aller Altersgruppen, vollkommen. Einfach alle Todesfälle, die es gibt, eben auf Wochen gemittelt und zurück bis 2015. Dick schwarz in der Stadt, also von links nach rechts, geht immer ein Jahr.
Man sieht, dass die Todesfälle generell im Sommer, also in der Mitte dieser Statistik, etwas tiefer ist als im Winter. Das kennt man natürlich alles schon. Grippe. Das ist völlig normal. Und jetzt sieht man schwarz die Todesfallkurve im Jahr 2020, also da, wo die Pandemie begonnen hat. Das ist der Ausschlag links, dieser Spitz nach oben, der, wenn man da aber schaut, etwa gleich groß ist wie die Grippewellen in den Jahren 2015 und 2017, orange und violett. Und was aber jetzt ganz neu ist, ist die zweite Welle, die sieht man rechts, weit über dem Durchschnitt nach oben, gewisse Zeit bis Ende Jahr. Und dann geht sie weiter in der roten Kurve, wieder links. Das ist die 2021-Kurve. Und die geht dann ganz nach unten. Ende Januar, oder schon gegen Ende Januar, ist die Übersterblichkeit, die vorher zu konstatieren war, verschwunden. Und wir haben jetzt sogar quasi eine Untersterblichkeit. Aber das wird korrigiert, immer wieder später. Da kommen noch neue Daten dazu. Das ist nicht jetzt überzubewerten. Ja. Aber wir haben jetzt keine Übersterblichkeit. Es sterben nicht mehr Leute. Und zwar nicht jetzt, sondern seit etwa 6, 7 Wochen. Ja, jetzt ist ja interessant, wie das aussieht nach Altersgruppen, oder? Genau. Also ich muss ich nicht speziell zeigen. Es gibt Bundesamt für Statistik macht in der obersten Gruppe alle Leute über 80 Jahre. Das ist die höchste Klasse. Und in dieser Klasse sieht es genauso aus wie da. Also da ist ganz klar eine große Übersterblichkeit im selben Zeitraum. Das ist identisch. Muss ich nicht speziell zeigen. Aber dann interessant bei den 65- bis 79-Jährigen, das ist natürlich jetzt auch relevant noch, gibt es noch einen kleinen Ausschlag bei der ersten Welle und doch einen spürbaren, aber viel, viel schwächeren. Bei der zweiten Welle ist jetzt selbstverständlich dann auch auf Null und aber noch sehr eigentlich relevant. Bei der Altersklasse 40 bis 64 ist das hier, einfach unter 65 Jahren ist es absolut nicht. Und zwar in der ersten Welle nicht, zweite Welle gibt es nichts, da gibt es keine Übersterblichkeit. Das heißt, es sind wirklich nur die über 80-Jährigen, die stark betroffen sind und alle anderen und vor allem unter 65. Und vermutlich ist das auch unter 70 sogar, das kann man nicht differenzieren. Ähnlich, gibt es keine Übersterblichkeit? Ja. Das scheint mir wirklich sehr zentral. Da stellt sich natürlich die Frage, hat die Politik, hat unsere Politik diese Risikounterschiede oder diese Unterschiede bei den Todesfällen, die so eindeutig, was man schon seit Anfang der ersten Welle weiß, eigentlich nur die wirklich alten Leute und dann erst noch mit Vorerkrankungen betrifft, hat die Politik vernünftig auf diese Risikounterschiede reagiert und die Politik so formuliert, dass das darin zum Ausdruck kommt. Mein Eindruck ist eben nicht. Ja. Sie hat das nicht gemacht, oder? Mit immer neuen Argumenten wurde wurden diese Eingriffe begründet, oder? Am Anfang waren es ja die fehlenden Intensivbetten, oder? Da hieß es flatten the curve, das war ja das Schlagwort. Und oder jetzt haben wir diese vier Kriterien, aber die Todesfallzahlen spielen offenbar keine wenige Rolle, vielleicht kann man noch sagen, bei der Impfung kommen jetzt diese über 80-Jährigen zuerst dran, oder? Das ist vielleicht risikogerecht entschieden, weil wir eine Knappheit haben bei den Impfstoffen. Das ist ein wichtiger Punkt noch, aber da vielleicht kann ich auch noch hinzufügen, was wieder an dieser Medienkonferenz eine große Rolle spielte. Also der Bundesrat hat auch gesagt, wir können nicht
mehr Lockerungsschritte jetzt machen, weil die Impfkampagne noch zu wenig weit gediehen ist. Ja. Das ist natürlich schon fast ein Hohn. Also es ist ja auch die Verantwortung des Bundesrates, ja, dass wir da vielleicht etwas doch langsamer vorgegangen sind als andere. Ja. Und natürlich hat er auch recht vielleicht dort, aber du hast es ja gesagt, die wirklich alten Leute, die wirklich gefährdeten Leute wurden ja doch weitgehend schon geimpft. Also man könnte ja da auch sagen, also nach dem, was ich gelesen habe, sind die Altersheime, Pflegeheime weitgehend durchgeimpft. Aber natürlich andere alte Leute noch nicht alle erfasst, sicherlich. Aber da ist der Schutz doch schon relativ weit gediehen. Und das wäre dann eine Möglichkeit auch für einen Lockerungsschritt. Und eben, das grundsätzliche Thema ist, was steht dem eigentlich entgegen? Ja. Welche Schäden und Probleme und Kosten gibt es überhaupt durch die Maßnahmen? Ja, das ist ja jetzt der Übergang zu unserem nächsten Punkt, wo man eine gesellschaftliche Perspektive einnimmt, oder? Wir wissen ja, was für unglaubliche Pakete, Milliardenpakete schon beschlossen wurden. Kurzarbeit, dann Entschädigungen für Ausfälle bei allen möglichen Branchen, oder? Also das sind riesige Summen. Und denen gegenüber könnte man jetzt diese Todesfallstatistik stellen und sich fragen, was, oder diese ein wenig heikle Frage, was ist uns eigentlich nicht ein Menschenleben, sondern die Verlängerung eines Menschenlebens wert, wenn es vor allem 80-Jährige und über 80-Jährige betrifft, oder? Und oder diese Diskussion wird häufig beendet mit dem Spruch, ein Leben ist unbezahlbar. Das klingt so plausibel, moralisch hochstehend, aber die Gesellschaft funktioniert eben nicht so. Die Gesellschaft, die bewertet zwingend, durch das, dass unsere Ressourcen knapp sind, zwingend eine Verlängerung eines Menschenlebens um ein Jahr mit einer bestimmten Zahl. Und diese Zahl wird ja auch irgendwie benutzt, oder? Wir kommen nicht darum herum, in einer Gesellschaft, wo die Ressourcen knapp sind, Trade-offs zu machen, Abwägungen, Kosten, Nutzen. Wie viel ist die Gesellschaft bereit auszugeben, um zum Beispiel eben einen 80-Jährigen, der noch eine Lebenserwartung von 3 Jahren hat, noch ein zusätzliches Lebensjahr oder zu finanzieren? Das ist keine moralische Frage, wie sie die Kirche beantworten würde. Das ist eine moralische Frage, wie sie eben Ökonomen beantworten. Die beobachten, was die Gesellschaft eben wirklich bereit ist auszugeben im Gesundheitswesen. Also wir kommen nicht darum herum, diese Frage zu beantworten. Wir beantworten sie eigentlich laufend, wenn wir so wollen, oder? Und da gibt es ja auch von Ökonomen eine gewisse Kritik an den Annahmen, die diese Taskforce trifft. Dort sind ja auch Ökonomen drin, oder? Das habe ich gelesen, das ist jetzt wichtig, glaube ich, dass oder du das noch erwähnst. Ja. Dort wird kritisiert, dass man auch von falschen Restlebensdauern ausgeht, viel zu lang bei diesen Berechnungen. Ja. Das ist das eine. Und das andere ist eben, dass Sie sagen, wenn wir unbegrenzte Ressourcen hätten, könnten wir sagen, jedes Menschenleben ist unendlich viel wert. Aber das ist eben nicht so. Unser Gesundheitswesen, überhaupt unsere Ressourcen sind beschränkt. Aber eben, es geht ja letztlich, glaube ich, darum, auch dann abzuwägen. Also
es ist ja jetzt völlig klar, die Menschen, die sterben, das sind die sehr Alten, und da kennen wir auch Geschichten von Leuten, die gesagt haben, also dann will ich halt nicht noch 2 Monate länger leben, ja, unter ganz schwierigen Bedingungen, dann nehme ich in Kauf. Also das ist das eine, aber das andere ist, dass diese Maßnahmen fast ausschließlich, aber zum absolut größten Teil die werktätige Bevölkerung und die jungen Leute, ja, betreffen. Also es gibt das Generationenproblem, und da muss man unbedingt ganz stark dieses eben gewichten, und das kann man, glaube ich, auch ökonomisch, aber das, ja, kann man ja oder auch sonst, glaube ich, abwägen, und da finde ich, ist jetzt dieses Gleichgewicht absolut nicht mehr gegeben. Nein, das geht wirklich auf Kosten der jungen, der werktätigen Leute. Ja, das sagst du richtig. Man kann das vielleicht noch konkreter sagen. Opfer, man muss Opfer gegen Opfer rechnen. Ich meine, diese ganze Lockdown-Politik, die produziert nicht nur finanzielle Opfer, die produziert gesundheitliche Opfer, Depression und so weiter. Der Unterschied ist, dass ein Corona-Infizierter ist, hat einen Namen, und diese anderen Opfer des Lockdowns, die sind namenlos, und deswegen zählen sie politisch eben zu wenig. Ich sage nicht, sie zählen gar nicht, sie zählen zu wenig, oder? Und es gibt ja jetzt von Seiten der Wirtschaft gibt es eine Forderung, die großen Wirtschaftsverbände sagen, wir müssen jetzt ein Öffnungsprogramm haben vom Bund. Das muss schneller gehen. Und da gibt es einige Vorschläge von Seiten der Wirtschaft. Was wichtig ist dafür, Sie sprechen von einem Corona-Free-Pass, oder? Ja, genau. Ein Pass, einen digitalen Pass für jeden. Richtig, ja. Oder? Weil das fürs Reisen wahrscheinlich in Zukunft notwendig sein wird, dass man nicht nur einen Pass hat wie bisher, sondern noch einen Corona-Free-Pass, oder? Ob die Schweiz das schaffen wird, in vernünftiger Zeit, daran zweifle ich ein wenig nach den Erfahrungen der letzten 12 Monate im Umgang mit Corona, oder? Mhm. Und das andere, ein zweiter Punkt, der verlangt wird, das ist eine möglichst rasante Impfung der Bevölkerung. Völlig klar. Ja. Natürlich. Naja. Gut. Ja, also das war einmal so ein erster Einstieg in das Thema. Es könnte ja sein, dass uns noch zusätzliche Punkte einfallen. Ich meine, das Thema ist sehr komplex. Auf jeden Fall. Es hat viele Aspekte, die wir nicht besprechen konnten in diesem Gespräch. Also könnte es ja sein, dass wir in einem nächsten Podcast noch einmal darauf zurückkommen. Sicher. Ja.